Herr Heidenreich, wie geht Bank in Corona-Zeiten? So wie immer oder gibt es Einschränkungen? Also weniger Einschränkungen. Natürlich müssen wir Abstand zueinander nehmen und wir erwarten auch, dass unsere Kunden Mundschutz tragen, wie auch unsere Mitarbeiter. An den Beratungsplätzen haben wir aber Trennscheiben aufgestellt, sodass da ganz normale Gespräche geführt werden können. Also wir bitten auch unsere Kunden darum, zu Beratungsgesprächen sich vorher anzumelden, damit wir einen Termin machen. Aber ansonsten läuft das im Bankgeschäft wie vor Corona-Zeiten. Es gibt natürlich Veränderungen. Unsere Kunden werden vermehrt mit Kreditkarte bezahlen, beziehungsweise mit der Girocard. Das Bargeld wird weniger werden. Aber da sind wir darauf eingestellt und insofern gibt es schon Veränderungen. Und es werden auch solche Veränderungen sein, die auch nachhaltig sind. Beispielsweise Videoberatung hat enorm zugenommen. Und wir bieten eben auch unseren Kunden an, von zu Hause aus über den Computer mit unserem Kundenberater zu sprechen. Kann man eigentlich die Bankenkrise von vor 12 Jahren mit der aktuellen Corona-Krise irgendwie vergleichen? Nein, überhaupt nicht. 2008 hatten wir einen totalen Zusammenbruch der Finanzmärkte. Das ist in diesem Fall nicht. Wir haben im Augenblick ausreichend Kreditmöglichkeiten. Wir stehen jederzeit zur Verfügung mit Krediten und können der Wirtschaft ausreichend Kredite geben. Aktuell steht die Fusion der VR-Banken Schwerin und Wismar vor Ihnen. Was sind die Gründe dafür? Welche Vorteile versprechen Sie sich? Ja, unser großer Vorteil ist ja die Kundennähe. Wir sind relativ kleine Einheiten, aber die Europäische Zentralbank und aber auch die deutsche Regierung möchte gerne, dass es weniger Banken in Deutschland gibt. Da entsteht ein enormer Druck, und weil größere Banken doch leistungsfähiger sind. Dann tun wir uns zusammen, aber ohne unsere Vorteile aufzugeben. Wir behalten unsere Kundennähe, bilden aber größere Einheiten und sind dadurch leistungsfähiger. Wie wird denn die Struktur nach der Fusion aussehen? Also werden Geschäftsstellen geschlossen oder droht Mitarbeitern die Kündigung? Nein, wir werden nicht fusionsbedingt kündigen, wir werden auch keine Geschäftsstellen schließen. Der Kunde wird kaum etwas merken, dass wir uns zusammengeschlossen haben. Der Kunde hat seine vertraute Geschäftsstelle und auch den vertrauten Kundenberater. Wie geht es eigentlich mit den Projekten der VR-Bank weiter? Also zum Beispiel mit dem Erhard-Bräunig-Preis für bürgerschaftliches Engagement oder mit den Sternen des Sports? Ja, also diese Dinge, die wir mit unserer Bürgerstiftung machen, die werden auch weitergeführt. Ganz im Gegenteil, im Augenblick haben wir sogar noch mehr Geld da reingegeben, weil wir in der Corona-Krise gerne die Vereine noch mehr unterstützen wollen, ja, wie bisher. Also noch ist die Fusion der VR-Banken Schwerin und Wismar nicht in trockenen Tüchern. Was muss denn noch getan werden? Also zunächst müssen unsere Mitglieder ja zustimmen. Das machen die Vertreter am 11. Juni. Und dann erfolgt im Oktober diesen Jahres die Eintragung in das Genossenschaftsregister. Und dann ist die Fusion mit Schwerin vollzogen. Herr Heidenreich, herzlichen Dank für das Gespräch. Und ja, ich wünsche dann natürlich eine erfolgreiche Fusion und dass das alles eintritt, was Sie sich davon versprechen.